Hä, bin ich gerade doof? So, bam, bam, bam. Zeit und ja, meine liebste Foodie-Zeit, oder ich liebe es einfach wirklich. Es gibt so viele Neuheiten zurzeit, vor allem was Schokolade angeht. Ich meine, es gibt ja auch nochmal eine extra Weihnachts-Edition mit Food News, aber jetzt erstmal die normalen neuen Sachen und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Bei mir geht es hauptsächlich um Geschmack. Ich rate euch die Lebensmittel, ich probiere sie, sagt euch, ob es sich lohnt, sie zu kaufen oder nicht. Bin auch immer offen für euren Austausch unten in den Kommentaren, weil das ist nur eine Meinung, meine Meinung und alle Meinungen sind so unterschiedlich. Deswegen, ja, macht euch meistens das einzig Sinnvolle, sich selber ein Bild zu machen. Aber falls ihr meinen Geschmack immer schon sehr ähnelt, dann könnte es sein, dass es vielleicht auch diesmal auf euch zutrifft. Aber wie gesagt, ich freue mich auf den Austausch unten mit euch in den Kommentaren und ich fange mal an. Schokolade! Ja, ich freue mich voll. Es gibt neue Sorten von Milka oder eher gesagt Limited Edition. 3 verschiedene Sorten. Ich habe jetzt 2 davon. Und zwar einmal die Sorte Apfelnote, Keksstückchen und Karamell. Unser Stück Kindheit. Oh. Oha. Das riecht wie dieser Apfelzimt-Tee. Aber 100% wie der Tee. Es riecht mir fast ein bisschen zu sehr nach Tee. Mhm. Hat was. Also, man muss sagen, der Geruch ist fast irgendwie penetranter, als es dann schmeckt. Schmecken tut es eigentlich relativ angenehm nach eben einer typischen Milka-Schokolade. Dann schmeckt man so ein bisschen crunchy raus durch die Karamellstückchen. Ein paar weichere Stückchen, das sind eben die Apfelstückchen. Und noch so ein bisschen Keks-crunchy. Verwirrt mich noch ein bisschen, weil ich Apfel in Schokolade wann noch nie gegessen habe. Na doch, 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 aber jetzt nicht so oft. Aber es ist ganz lecker, kann man machen. Wird nicht meine Lieblingssorte, aber kriegt solide 8 von 10 Punkten. Etwas mehr gespannt bin ich eigentlich auf die Sorte, und zwar unser Kaffee-Date, Kaffee und Keks. Liebe Kekse, liebe Kaffee. Gefunden übrigens bei Edeka für 1,15 Euro. Es sind jeweils 100 Gramm drin. Nee, in der vorigen waren 90, hier sind 100 Gramm drin. Das ist auch so eine dickere von den Milka-Schokoladen. Und ich mag eigentlich meistens dickere Schokoladen etwas mehr. Also es ist eine außen normale Milka-Schokolade, innen eben diese Kaffee-Keks-Füllung. Die ist schon geil. Diese innere Füllung echt cremig ist, echt gut nach Kaffee schmeckt und dann eben so ein bisschen knusprig mit Keks. Alle Coffee-Lover, das ist wirklich, das ist ein gutes Kaffee-Date. Finde ich top. Und die schmeckt mir irgendwie ein bisschen Tucken mehr, aber eher so, weil ich auch so gefüllte Schokoladen mehr mag als Schokoladen, wo nur so crunchy drin ist. Von daher, die würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Es gibt auch noch eine dritte Sorte mit Popcorn, wenn ich die auch noch testen soll. Oder wahrscheinlich werde ich sie auch einfach nochmal testen im nächsten Video. Gebt Bescheid, aber abonniert mich sonst, dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Eigenwerbung. So, kommt. 8,5 Punkte. Es ist immer noch Luft nach oben. Vor allem, weil vielleicht gleich noch andere Schokoladen kommen, die wirklich dann die 10 von 10 Punkte verdient haben. Aber ist lecker, kann man machen. Aber erstmal machen wir eine kleine Pause für etwas Herzhaftes. Yes, ich habe nämlich vegane Tortellini gefunden. Das ist die Sorte Käsealternative von Steinhaus. Richtig lustig, eine gute Freundin von mir hat da ein Praktikum gemacht. Grüße an dich, gehen raus, Caro. Sie wird das Video nicht gucken, safe nicht, aber ja. Fand ich ganz putzig. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich Produkte davon sehe, weil ich gefühlt Steinhaus wirklich noch nie gekauft habe oder wahrgenommen habe, bis es mir erzählt hat. Die habe ich im Edeka gefunden. Da sind jetzt 230 Gramm drin, sind eben Hartweizengrüß, eine ganz normale Pasta. Und dann eben mit eine Käsefüllung soll eine Kichererbsenfüllung sein. Mal schauen, ob das rankommt. Ich finde auch übrigens den Preis vollkommen fair, also 2,29 Euro. Und tada, habe ich sie auch schon vorbereitet. Die musste man wirklich nur kurz ins heiße Wasser werfen. Wirklich nur so 2-3 Minuten und dann sind die durch. Also das ist schon mal top. Viel ist es nicht, muss ich sagen. Also finde wir selbst für eine Portion, ja, ist halt eine kleine Portion, ne?
Also da würden keine zwei Beilagen, finde ich, raus werden. Ich finde die Portionierung ein bisschen süß. Aber gut, wenn man da halt noch eine richtige fette Soße oder was zu macht, dann geht's. So, die sind jetzt natürlich auch super heiß. Mal gucken. Also sind an sich groß geworden. Riechen schon wirklich einen Ticken nach Käse. Ich muss auch dazu sagen, ich esse halt nicht so oft Tortellini. Hab vielleicht jetzt nicht den idealen Vergleich. Und weiß, glaube ich, auch, warum ich nicht so oft Tortellini esse, weil ich da einfach nicht so starr stehe. Es kommt schon ein bisschen an Tortellini ran. Also es ist jetzt nicht so, dass ich noch nicht Tortellini gegessen habe. Es schmeckt mir ein bisschen zu langweilig. Also es schmeckt wirklich ganz, 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 ganz mild. Also eigentlich hat so kaum richtig Geschmack. Die hätten da noch ein bisschen Geschmacksverstärker reinhauen sollen, damit es irgendwie intensiver schmeckt. Oder halt diese, so eine richtig gute Käsealternative da irgendwie rein, eine vegane. Aber so der Mix, also hat auch dieses zähe, klebrige, was ja Tortellini so an sich haben. Aber das wollen die Leute ja, die das essen. Die Konsistenz ist sehr gut nachgemacht, aber der Geschmack bekommt 5 von 10 Punkten. Und dann, ich habe ja gesagt, es kommt noch eine Schokolade. Und zwar gibt es ja jetzt diese Ferrero Rocher Schokoladen. Also es gibt einmal die hier, dann ich gucke gerade hier auf der Rückseite, dann noch eine weiße Haselnuss und eine Kokosmandel, also Raffaello. Ich habe jetzt erstmal die gekauft, ehrlich gesagt gab es auch nur die im Edeka. Wer hatte die anderen noch unbedingt testen? Das sei da aber gehört, da soll ich nochmal gewiss. Die kostet 1,49 für 90 Gramm. Finde ich jetzt auch gar nicht teuer, wenn man jetzt mal vergleicht mit Milka. Dafür, dass es ja so eine richtig fancy Sache ist. Und Rocher muss man einfach sagen, wie viele fancy Sachen haben sie dieses Jahr rausgebracht. Also auch das mit dem Eis. Also die ganzen Jahre kam nichts, nichts. Und jetzt so bam, bam, bam. Also richtig edel in Gold eingepackt. Ich lerne das nicht mehr mit den Verpackungen aufmachen. Was macht es denn da schon wieder? Ich möchte euch einfach nur zeigen, wie sie so ganz aussieht. Also, hier sind jetzt so kleine Rocher-Babsen. Oh, wow, es bricht schon, sorry. Babsen drin. Riecht, oh, es riecht schon mal wie Rocher. Mir war schon klar, dass ich die göttlich finde. Unfassbar gut. Also wirklich. Wie die Schokolade eben außenrum beim Rocher. Ich liebe das eh schon immer. Und so schmeckt die Schokolade. Die würde ich mir immer wieder kaufen. Das ist wirklich mal eine Erfindung, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Also wirklich richtig Highlight. Also die bekommt, hört, ja, ihr hört richtig, bekommt 10 von 10 Punkten. Berichtet mal, habt ihr die schon gefunden? Weil ich glaube, ganz viele Leute suchen die gerade, feiern sie. Ja, berichtet mal eure Meinung. Also mich enttäuscht das kein bisschen. Und oh mein Gott, jetzt muss ich auch Raffaello finden. Weil Raffaello ist für mich nochmal Next Level zu Rocher. Okay, nächstes Video. Aber tippitopp, love it. Und es gibt eine neue Bear Bells Sorte, die Sorte White Salty Peanut. Ihr wisst, ich bin nicht der größte Bear Bells Fan, eigentlich so gar nicht. Aber das ist mit Abstand meine Lieblingssorte von denen. Also ich finde halt einfach das Proteinpulver von denen nicht lecker, also die Proteinmasse. Das Außentrum ist lecker, das ist wirklich viel leckerer als bei den anderen. Ja, hier ist typische 20 Gramm Eiweiß pro Riegel. Also, den kann man sich noch einigermaßen holen, aber trotzdem, ihr wisst, es gibt bessere Proteinriegel für mich. Habt ihr sonst auch nochmal eigene Proteinriegel-Videos, meine Top 10. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, was ich so esse. Aber ja, ist ganz in Ordnung, deswegen würde ich ihm 6 von 10 Punkten geben. Und ich weiß, sie sind schon gar nicht mehr so neu, aber ich hatte sie mir nie gekauft, weil ich sie viel zu teuer fand. Ja, aber die kosten 5 Euro, hier das Päckchen Chocolate Chips von Pam. Für 100 Gramm. Also die sind eben mit Kokosblütenzucker. Ja, sind bio. Also sind gute Zutaten, denke ich mal. Aber ja, schmecken halt wie Chocolate Chips, ne? Also ich würde nicht einsehen, dafür auch nur einen Traum 5 Euro zu zahlen. Also ich verstehe es nicht. Ich finde es vollkommen overrated. Also ich weiß auch nicht, ob sich das halten wird, nur weil da Pamela Reif draufsteht. Also sorry, aber wer sich das kauft, könnt ihr entweder genauso gut welche mit normalem Zucker nehmen oder günstigere. Also es gibt das jedenfalls auch in besserer Qualität. Also ist ganz in Ordnung, aber rechtfertigt nicht den Preis. Also leider wirklich nur 3 von 10 Punkten. Und ich weiß nicht, ob die so super neu sind, aber ich kannte sie noch nicht.
habe ich in der Prinzenrolle eine andere Sorte mitgenommen. Und das ist Pure Chocolate Dough. Und du? Also, ich finde das Original ein bisschen leckerer. Also man schmeckt schon raus, dass es auch noch ein anderer Schokokeks ist. Und die Schokolade innen drin, also die Füllung ist halt eben so die gleiche wie beim Original. Aber ja, also ist schon ganz in Ordnung. Leute, die richtig, richtig doll auf Kakao stehen, können sich auch das Du holen. Also ja, würde so solide 6,5 Punkte geben. Außerdem habe ich mal hier von Milka Haselnusscreme gekauft. Also ich bin ja sonst so ein Verfechter von Nutella oder auch so Nusspli oder Schokomec. Gut, kann man ja damit jetzt gar nicht vergleichen. Aber ist auch ganz gut. Also hat so einen leichten Milka-Geschmack, ist eben mit Sonnenblumenöl. Das finde ich ganz cool an der Sache. Und ja, also auch das könnt ihr euch mal holen. Wenn ihr einfach mal nicht immer nur Nutella haben wollt, sondern mal ein bisschen Abwechslung. Deswegen, ja, ist auch nicht die Neuheit. Also ich finde, so einen krassen Eigengeschmack hat es dann doch nicht. Deswegen bekommt es 6 von 10 Punkten. Ja. Dann habe ich bei Kaufland noch was gefunden. Da habe ich gerade schon eins von genascht. Hitschler in vegan. Ich liebe Hitschler und ich finde es so cool, dass die jetzt eine vegane Version rausgebracht haben. Für 1,79 € sind da 175 Gramm drin. Die Sorten Apfel, Erdbeere, Himbeere und Mango. Ich habe gerade schon Apfel getestet, fand es sehr, sehr lecker. Es schmeckt wie das Original, klebt genauso, Konsistenz ist wirklich 1:1 so. Ich probiere jetzt auf jeden Fall nochmal Mango. Mango ist hier gar nicht so viel drin, glaube ich. Hä, bin ich gerade doof? Da stehen 4 Sorten drauf. Also ich stehe gerade super auf dem Schlauch. Was ist denn das für ein schlechter Mix? Oha, fast nur, nee, das ist eine Mango. Ah, okay. Himbeere und Erdbeere kann man irgendwie nicht so ganz auseinanderhalten. Die Konsistenz, genau so. Ja, also Mango ist jetzt irgendwie nicht so mein Fall. Probier jetzt mal so den Klassiker. Und für mich auch noch so Himbeere finde ich immer ganz lecker. Das kommt schon super gut an Originales ran und ich finde es total toll, dass die jetzt eine vegane Version machen. Also Himbeere ist richtig, richtig geil. Das schmeckt wirklich original wie die Hitschler. Also top. Die gibt es auch nochmal in Schoko, die ganzen Sorten. Ich habe auch noch nie Hitschler in Schoko gegessen, deswegen mir irgendwie nicht so dran getraut. Probiert doch mal, ob ihr sie schon kennt. Aber die sind echt super, super gut. Also bis auf das Mango mir nicht so gut schmeckt, sind die echt top. Und deswegen denen würde ich 9 von 10 Punkten geben. Und dann, oh mein Gott, Merci Black and White. Das sind ja die neuen Sorten. Und es sind sogar 4 verschiedene Sorten drin. Gekostet haben sie 2,99 €, aber Merci kostet ja auch immer relativ viel. Das sind die Sorte Mandelcreme, Cookies and Cream, Mousse au Chocolat, obwohl Mousse au Chocolat, Schokolade gibt es ja eigentlich auch schon. Und Mandel, Almond Crisp à la Mandelcrisp. Ich würde sagen, ich fange mal mit Mousse au Chocolat an. Das ist ja, mal schauen, ob das jetzt genauso schmeckt wie das Mousse au Chocolat, was es schon gibt in den Mercis. Riecht schon mal sehr fein nach Zartbitterschokolade. Ja, schmeckt schon ähnlich zu dem, was es schon gibt. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen zarter als das andere. Also schmeckt lecker. Und dann gucken wir mal nach Cookies and Cream. Das ist jetzt eine helle Sorte mit eben, ja, wie halt typische Cream, denkt man, so ein bisschen Oreo-Style jetzt gemacht ist. Ja, also das erinnert mich jetzt schon sehr stark an weiße Oreo-Schokolade. Ich finde Oreo-Schokolade ein bisschen leckerer. Hier fehlt mir irgendwie so ein bisschen der Bums dahinter. Schmeckt ein bisschen langweilig. Gucken wir mal, was die andere weiße Sorte kann, und zwar die Mandel Crisp. Das stelle ich mir wiederum echt ganz cool vor. Also weil das so ein bisschen specialiger ist. Ah, okay. Das schmeckt man jetzt nicht mehr so raus, dass es wirklich eine Füllung ist, sondern es schmeckt einfach wie eine weiße Crisp-Schokolade. Ganz in Ordnung. Also es haut mich, wie ihr merkt, gerade noch nicht so ganz um. Jetzt haben wir nochmal hier Mandelcreme. Das ist jetzt eine dunkle gefüllt mit heller. Mhm. Das erinnert mich halt eben an Marzipan. Marzipan ist ja auch einfach Mandel. Ja. Ich muss sagen, ich habe mir irgendwie so ein bisschen mehr erhofft. Also so ein ganz kleines bisschen mehr. Irgendwie so ein Geschmackskick. Es ist alles lecker, keine Frage. Ist mal ein bisschen was anderes von Merci. Aber ich glaube, ich bin dann eher jemand, der wieder zu den klassischen Sorten greift. Und hier dann, wenn es um Cookies and Cream geht, zu Oreo greift etc. Ach, kann man mal probieren. Deswegen bekommt so solide 7 von 10 Punkten. Last but not least, es ist so lustig, wie viele neue Schokoladen es einfach gibt. Ich komme kaum hinterher. Johnny Doodle.
I have no idea, wo die jetzt auf einmal hergekommen sind und was das für eine Marke ist. Ich weiß nur, dass die echt teuer sind. 150 Gramm hat jetzt 2,99 Euro gekostet. Entschuldigung. Ist vegetarisch. Was ist denn los hier? UTZ-zertifiziert. Wenn da jetzt wirklich so Stückchen drauf sind, das ist schon ein bisschen cool. Ist jetzt die Sorte Milk Fudge and Brownie. Ah ja, das ist hier wieder so ein gutes Unternehmen, also Fairtrade-mäßig. Ich weiß nicht, ob es manchmal eher so ein bisschen Greenwashing und Marketing ist. Und ich meine, irgendwie gibt es ja jetzt schon diese... Also es gibt so viele jetzt von diesen neuen Schokoladenmarken. Und ich finde voll viele von denen auch gar nicht lecker. Irgendwie bin ich immer... Also weiß ich nicht, ob wir noch mehr so alles gleiche Schokoladenmarken brauchen. Irgendwie sind die sich alle viel zu ähnlich, finde ich. Ja, wenn man sich das hier mal anguckt, das ist nicht das Gleiche. Ja, und hier steht Johnny Doodle drauf. Wer auch immer Johnny Doodle ist. Ich glaube nämlich, dass das jetzt hier so eine ganz normale Schokolade ist und da wirklich nur diese kleinen Stückchen drauf sind. Und das finde ich nicht besonders. Ist eine Schokolade. Geschmacksqualität jedenfalls kriegt man auch für 70 Cent bei Lidl. Ich dachte, jetzt wäre die halt irgendwie schon ein bisschen besonderer. Das ist super lame. Also ich finde, man schmeckt dieses Stückchen auch kaum raus. Schokolade schmeckt wie eine ganz normale Milchschokolade, also die ist nicht schlecht. Da lohnt sich, finde ich, der Hype gar nicht drum. Also sagt mir mal gern Bescheid. Ich mache ja noch mehrere Food News Videos, habe ich gehört. Ob ich da noch andere Sorten von testen soll, ob da irgendwie andere Sorten besser von sind und ich irgendwie ein bisschen Pech mit der Sorte hatte, würde so viel Geld nicht für die Schokolade ausgeben. 4 von 10 Punkten. Na gut, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zurzeit kommen ja so viel Food News raus, deswegen bleibt bei mir. Ich mache auch immer Umfragen bei Instagram, also falls ihr mir da noch nicht folgt. Ich bin übrigens Instagrammerin. Das ist jetzt gerade Werbung für meinen Instagram-Account. Obviously möchte ich, dass ihr mir dort folgt. Ich würde mich riesig freuen. Ich würde mich wirklich freuen. Da stelle ich euch immer Fragen, was ich schon mal so testen soll. Da gibt es ganz viel Realität. Da gibt es ganz viel ich. Ja, wenn ihr das überhaupt wollt. Gut. Das war's mit dem Video. Ihr könnt jetzt ausschalten und ich freue mich, das nächste Mal euch wiederzusehen, obwohl ich euch ja gar nicht sehe. Dass ich mich mal echt schade finde. Ich würde manchmal richtig gerne vor so einer Bühne, so 20.000 Menschen, die so meine Videos gucken. Ey, das wäre mal cool. Ja, vielleicht gibt es irgendwann eine Just Kimberly-Tour. Das wäre mal Goals. Naja, wir sehen uns in 5 Jahren, vielleicht auf der großen Bühne. Ich mache jetzt aus. Ciao.